Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu All Eyes on Round Table. Wir haben ein spannendes Thema heute für Sie dabei, nämlich die erfolgreiche Markenarbeit, Markenerlebnisse, Design als Markensprache und Brand Strategy. Insgesamt habe ich drei Gäste. Hier bei uns im Studio ist Saskia Diehl. Sie ist Geschäftsführerin GMK Markenberatung und sie ist Dozentin für Konsumentenverhalten und Neuromarketing. Bei der GMK Markenberatung betreut sie internationale Kunden bei der effizienten Führung ihrer Marken und Markenportfolios, von der Markenstrategie über die Implementierung bis hin zum nachhaltigen Markencontrolling. Auch hier im Studio ist Lutz Dietzold. Er ist Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Er ist zudem Beiratsmitglied der Mia Seeger Stiftung und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsches Designmuseum. Daneben ist er Mitglied in zahlreichen Gremien und Jurys sowie Projektbeirat des Bundespreis Ecodesign des Bundesumweltministeriums. Live zugeschaltet aus Deutschland ist Matthias Oetting. Er ist gestandener Markenstratege mit branchenübergreifender Erfahrung aus der Healthcare- und Technologiebranche. Heute ist er als Director Marketing beim Premiumhersteller für Wasser- und Brunnentechnologien Oase, wo er den weltweiten Markenlaunch verantwortet. Also tolle Gäste, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Lutz, vielleicht fangen wir beide gerade mal an. Jetzt haben wir ungefähr ein Jahr Pandemie, also ein sehr besonderes Jahr hinter uns. Was konnte man denn da lernen in Sachen Markenstrategie? Was hat sich vielleicht auch verändert durch die Pandemie und wo ist noch Potenzial? Ja, lernen konnten und mussten wir ganz viel. Das war ja keine freiwillige Angelegenheit. Wir mussten uns alle umstellen, von Produktionsumstellungen in Unternehmen hin von Luxusgütern zu Maskenproduktionen. Auf der anderen Seite dann natürlich die Schließung der Shops. Das sind auch große Herausforderungen für die Markenführung gewesen, denn auf einmal sind die ganz physischen Kontaktpunkte verloren gegangen, der Marken zu den Kunden. Und viele Unternehmen mussten sich natürlich da auch in ihrer Digitalstrategie, sprechen wir nur über Webshops, anderes, entsprechend anpassen. Was natürlich auch den großen Vorteil, das heißt Vorteil, ich würde sagen, die große Chance ist, denn viele Marken sind erstmalig überhaupt direkt mit ihren Kunden ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, da werden wir eine ganze Menge für die Zukunft Positives mitnehmen können. Das ist schön, dass man auch aus so einer Zeit ein positives Fazit ziehen kann. Saskia, andere Frage, wenn wir über die Implementierung und auch die Weiterentwicklung von der Marke sprechen, wie wichtig ist denn dann aus deinen Augen das Design? Das Design ist ein ganz zentraler Faktor, wenn es um das Thema Implementierung geht. Und wenn ich von Design spreche, dann spreche ich aber nicht in dem klassischen, traditionellen Sinne, wie es häufig in Unternehmen verstanden wird von Design. Häufig wird Design verstanden als etwas, was nur mit Gestaltung oder Oberfläche oder Schönmachen zu tun hat. Also nehmen wir den Corporate Designer, dessen Jobs ist, ein Logo zu gestalten und zu vermaßen und für die korrekte Anbringung oder Aufbringung des Logos zu sorgen, oder ein Produktdesigner, der für die Linienführung verantwortlich ist. Design muss meines Erachtens nach in der Zukunft verstanden werden in seinem ganz semantischen Sinne, nämlich Gestalten von Markenerlebnissen. Denn Markenerlebnisse sind ja mehr als einfach nur eine Optik, ein Aussehen, sondern wirklich auch Interaktion. Wenn wir uns anschauen, was passiert ist, Lutz hat es gerade erwähnt, wir haben neue Kontaktpunkte, die Erlebnisse sind viel digitaler geworden und wir müssen die digitalen Touchpoints komplett neu denken. Also ein Beispiel, früher hatte ich als Sportartikelhersteller vielleicht mein Produkt und ein Showroom oder einen Shop und eine Webseite komplett in meiner Hand. Heute bin ich am Wochenende bei Instagram und kaufe aus der App heraus den Schuh. Dann nutze ich vielleicht eine Trainings-App, lade ein Bild hoch, das nutzt wieder der Hersteller für seine eigene Kommunikation. Das heißt, ich habe nicht alle Kontaktpunkte zu 100% im Griff und kann die durchsteuern. Das heißt aber auch für die Markenführung, ich brauche ein gutes Bild dafür oder davon, wofür die Marke stehen soll, wie das Markenerlebnis sein soll, auch wenn es nicht ganz komplett in meiner Hand ist. Und das Design, also das Gestalten dieses Markenerlebnisses, liegt heute in vielen, vielen Händen. Inhouse-Designer, Ingenieure, externe Agenturen und. Also insofern, Design wird immer wichtiger werden. Und in den meisten Fällen kommt dann auch ein sehr emotionales Erlebnis raus. Deswegen, Herr Oetting, die Frage an Sie. Sie kommen jetzt aus dem Healthcare, aus dem Technologiebereich. Das ist ja erstmal ein sehr sachlicher Bereich. Wie schaffe ich es denn dann, in meiner Marke die entsprechende Emotionalität zu finden und zu kreieren? Das schaffen wir, indem wir die Perspektive der Kunden einnehmen und vom Erlebnis her denken und nicht von der Technologie. Der Anwender denkt nicht darüber nach, welche Pumpe er in einen Teich setzt, sondern wie er seinen Teich gestalten kann, als Treffpunkt, als Ruhepunkt oder auch ein Aquarium als lebendiges Element der Raumgestaltung oder als Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls. Alles Dinge, die Technik möglich macht, aber diese Technik muss dafür systemisch gestaltet sein,
leicht anwendbar, sehr zuverlässig und natürlich auch möglichst energieeffizient. Und erst wenn diese Komponenten alle sauber zusammenspielen, sind sie eine Grundlage für das Erlebnis. Und das soll natürlich möglichst angenehm, schön und bereichernd sein. Und deswegen sollten wir beim Erlebnis anfangen. Die Technik kommt danach. Ganz klar. Saskia, was wir aber auch erleben heutzutage, ist natürlich die Tatsache, dass die Pandemie uns sehr aufs Wesentliche reduzieren lässt. Bedeutet das fürs Marketing vielleicht auch, dass man wieder ein bisschen sachlicher wird, wenn die Pandemie vorbei ist? Ja, also ein Blick in die Glaskugel. Wie wird die Kommunikation in der Zukunft sein? Wenn wir bei der Kommunikation aktuell beginnen, sieht man eigentlich zwei Trends, wie ich finde. Das eine ist eine Fokussierung tatsächlich auf das Emotionale. Also was macht die Pandemie mit uns? Das eine ist das Thema Einsamkeit oder Nähe. Manche Unternehmen setzen sehr stark darauf. Andere fokussieren auf das Thema Sachlichkeit. Es gibt auch ein bisschen Angst, emotionale Markenerlebnisse zu zeigen. So nach dem Motto, was sagt der Kunde denn dazu? Dürfen wir überhaupt Spaß haben, Freude und Emotionen zeigen? Ich finde, diese Trennung ist nicht ganz günstig, weil sie zeigt auch, dass Unternehmen manchmal nicht im Blick haben, was sie eigentlich auslösen wollen. Es geht nicht darum, welchen Impuls ich da reingebe, sondern welche Motivstruktur möchte ich beim Konsumenten ansprechen, welches Gefühl. Also ein Beispiel, Marke Red Bull hat als Motivstruktur sich das Thema Excitement, Aufregung, Freude, Spannung überlegt. Sollen die sich jetzt von einer Pandemie beeinflussen lassen, wie sie kommunizieren? Ja, in der Art und Weise wie, aber das, was sie damit erzeugen wollen, nämlich Excitement, sollte gleich bleiben. Das heißt, für die Zukunft glaube ich, also ich hoffe mir für die Zukunft, dass es wieder mehr Mut gibt, auch zu seiner Marke zu stehen und interessante Kommunikationsmittel zu wählen, dass man aber auch in diesen Zeiten seiner Marke treu bleibt und dem, was man eigentlich auslösen will, emotional. Also genau das richtige Grad an Emotionalität für das richtige Produkt. Genau. Lutz, vielleicht möchtest du auch mal in diese Glaskugel schauen. Was glaubst du denn? Wird das Marketing sachlicher nach der Pandemie? Ja, ich würde mich da eigentlich Saskias Ausführungen anschließen. Ich denke das auch. Ich glaube schon, dass natürlich so eine gewisse Sehnsucht auch nach der bei uns allen nach so einer Emotionalität, diesem sich reingeben auch in eine Marke da ist. Aber auf der anderen Seite wird natürlich gerade auch im direkten Dialog mit den Marken, mit den Machern der Marke, mit denen, die für die Marke stehen, auch immer dieses Stück Sachlichkeit stehen und in den Vordergrund treten. Und ich glaube, da muss ganz individuell reagiert werden können. Und genau in diesem direkten Kontakt, ich glaube, der wird zukünftig noch wichtiger werden, selbst wenn er über die digitalen Wege stattfindet. Da muss natürlich aber diese Glaubwürdigkeit dann auch der Marke entsprechend eingelöst werden. Die digitalen Wege sind ein sehr gutes Stichwort, Herr Oetting, und damit komme ich wieder zu Ihnen. Die Digitalisierung bestimmt ja all unsere Lebenswelten, aber natürlich auch das Brandmarketing oder das Brandmanagement. Was bedeutet das dann jetzt? Macht die Digitalisierung den Prozess des Marketing einfacher oder vielleicht auch noch komplexer? Beides, ehrlich gesagt. Digitalisierung ermöglicht mal sehr viele Vorteile. Förderung der Kommunikation mit Reichweiten, die wir nie zu hoffen gewagt hatten. Selbst heute in Zeiten von Pandemie oder selbst hier im aktuellen Schneetief hier im Norden gibt es die Möglichkeit, Konsumenten direkt zu Hause zu erreichen. Das war bis aufs Fernsehen früher gar nicht möglich. Gleichzeitig verkompliziert es die Aufwände, die dahinter stecken, und auch die Diversifizierung, weil die Inhalte der Marke sich natürlich über eine Vielzahl von Kanälen erstrecken müssen. Plus, und hier ist markenstrategische Haltung gefragt, die richtige Auswahl der Kanäle für die richtige Zielgruppe ist natürlich essentiell. Und vor diesem Hintergrund haben Markenmacher eine große Aufgabe, die richtigen Kanäle mit der richtigen Haltung zu bespielen, aber auch ihre Marke auf die richtigen Kanäle zu adaptieren. Und deswegen bei jeder Markenweiterentwicklung aufgrund der Vielzahl der Kanäle und der Notwendigkeit im Digitalen gilt auch hier im Moment Digital First. Aber die Vorteile überwiegen deutlich. Das ist gut zu hören. Jetzt haben Sie das Thema verschiedene Zielgruppen angesprochen und davon haben Sie ja zur Genüge. Sie stellen Wasserwelten her, aber auch Fischfutter und Aquarien. Das heißt, ganz verschiedene Menschen, aber dennoch alles unter dem Dach einer Marke. Wie schaffen Sie das, da eine Marke zu bilden, obwohl die Zielgruppe so komplex ist? Weil wir mit der gleichen Marke verschiedene Wege gehen. Das ist insofern nicht problematisch, weil es auf den gleichen Wertekanon besinnen. Die Marke Oase ist schon seit 70 Jahren im Markt und hat schon sehr, sehr viele Wandlungen durchgemacht, sehr viele Veränderungen und neue Kundensegmente erschlossen. Von der ursprünglichen Marke war es eigentlich eine Reparatur für Landmaschinen. Und 1960 haben wir angefangen, Pumpen für den landwirtschaftlichen Raum zu entwickeln, die dahin Wasser gebracht haben, wo vorher keins war.
Daher hat sich auch der Name Oase Pumpen und letzten Endes der Unternehmensname entwickelt. 1906 haben wir die ersten Springbrunnen auf den Markt gebracht und bis heute ein breites Portfolio von Gartentechnologie, Aquaristiktechnologie und eben auch großen Fontänenanlagen. Und der Markenstretch gelingt durch minimale Anpassungen in der Markenführung, aber auch für klar ausgesteuerte Kundenreisen, Customer Journeys, für die B2B genauso wie für die B2C-Bereiche. Der Grund, Kanon und die Grundessenz unserer Werte bleibt aber für alle gleich. Jeder kann sich auf die gleichen Grundprinzipien mit der Marke Oase verlassen, allerdings unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen und in unterschiedlichen Welten. Saskia, eine Gefahr, die man heutzutage vielleicht auch avoiden muss, sage ich mal flapsig, im Marketing ist natürlich das Pauschalisieren. Wir nehmen jetzt gerade mal die Automobilindustrie. Wir hören hier von vielen Herstellern sehr häufig reduzierte Emissionen, Elektromobilität oder auch recycelte Materialien. Das sagt aber konkret noch gar nicht so viel aus. Andererseits wissen wir, dass gerade junge Zielgruppen sehr gerne konkrete Aussagen haben. Was kann man denn da tun? Ja, ich glaube, als Marke muss man sehr genau differenzieren zwischen den Themen, die man auch bedienen muss, weil sie erstens Metatrends beispielsweise darstellen, globale Ziele oder von Interesse sind für diverse Zielgruppen und Themen, über die sich eine Marke tatsächlich fokussiert, also die im Markenkern sind, Profilierungsthemen. Da muss ein Unternehmen sehr, sehr, sehr klar sein, wo bin ich gerade, in welchem Gebiet bewege ich mich. Also du hast das Beispiel der Automobilbranche genannt. Sind wir hier auf dem Messegelände, die IAA war vor einigen Jahren, Lutz erinnert sich bestimmt noch, als das Thema Energie und Nachhaltigkeit kam und alle über CO2-Emissionen gesprochen haben. Und man hatte das Gefühl, jeder Automobilhersteller will jetzt die Welt retten und ist jetzt Umweltschützer geworden. Und das ist komplett unglaubwürdig, wenn man sich das Produkt noch angeschaut hat. Diese CO2-Angaben waren genauso wie damals bei der weißen Ware, die Energieeffizienzangaben, genau das Gleiche, man hat gar nicht mehr differenziert. Es waren aber Angaben, die sein mussten und für die man der Konsument sich interessiert, die aber nicht profilieren. Und jetzt schauen wir uns mal einen Hersteller an, der es gut gemacht hat, das war beispielsweise BMW. BMW hat eine klare Markenpositionierung, man steht für Freude. Freude durch Dynamik, Schnellfahren, viele Emissionen eigentlich. Und sie haben nicht gesagt, wir sind die jetzt die energieeffizientesten sind, sondern Efficient Dynamics. Also wir sind in unserer Fahrzeugklasse, sind wir die effizientesten. Also weiterhin viel Fahrspaß und große Motoren, Heckantrieb und alles, was dazu gehört, ordentlich Wumms. Aber in dieser Klasse sind wir die darauf achten, besonders effizient zu sein. Und so haben die kommuniziert. So, also das heißt, man war sich klar darüber, wofür stehen wir. Und was kommunizieren wir auch? Und das Ganze aber markentypisch. Also Marke muss führen in der Kommunikation. Dann sind wir mal gespannt, was da weiterhin so geführt wird. Lutz, wir sprechen ja generell immer gern von diesem Dreigestirn. Wir haben das Design, wir haben Innovation, wir haben die Marke. Was würdest du denn sagen, führt jetzt in diesem Dreigestirn? Ja, ich würde mal sagen, nur der Dreiklang macht's dann. Ja, die Innovation muss gestaltet werden, auch wenn es eine Dienstleistung ist, braucht es die Gestaltung, braucht also das Design und dahinter muss immer eine starke Marke stehen, es muss glaubwürdig sein, also von daher, der Dreiklang ist es. Gut, das ist eine schöne Antwort. Herr Oetting, nochmal zu Ihnen, jetzt haben Sie natürlich, wie wir schon gehört haben, verschiedene Produkte, das heißt, ich kann mir vorstellen, auch sehr viele verschiedene Kampagnen. Einerseits kann man jetzt sagen, man arbeitet natürlich von Kampagne zu Kampagne, andererseits natürlich auch markenübergreifend, weil Sie, ich denke mal, einen großen Wiedererkennungswert auch schaffen müssen. Wie machen Sie das denn? Wir machen das, indem wir natürlich mit den gleichen Markenwerten, geht jetzt nicht darum, nur weil wir im Professional-Bereich große Fontänenanlagen bringen, ein völlig neues Markenbild zu zeichnen, sondern wir präzisieren das Markenbild, indem wir die Marke selber etwas stretchen und das Wort zum Beispiel Professional dazu setzen. Aber die grundsätzliche Ausrichtung der Marke, die Tonalität, der Service-Level, auch die Designorientierung, die ist hier, ich möchte mich da Lutz Dietzold anschließen, sehr, sehr wichtig, genauso wie die Innovationsorientierung und der Dreiklang aus allen dreien macht. Jede Facette gibt da Entscheidungsrichtungen vor, formt das Markenbild und den Rest machen, ich sag's mal, die Umstände, ob ich jetzt in der Aquaristik bin oder in einer großen Fontänenanlage zu Fußen des Burj Khalifa. Da gibt es einfach andere Rahmenbedingungen, aber es müssen immer die gleichen Grundprinzipien, wie man an ein solches Projekt drangeht, kundenorientiert, geradlinig, möglichst einfach. Da sind wir wieder beim Thema Design und UX-Design, bis hin zur kleinen App, die im Gartenteich möglicherweise die
Pumpen oder auch die Beleuchtung oder auch den Filter steuert. Alles so einfach und kundenorientiert wie möglich. Wenn man diese Parameter in seinem Markenbild verankert hat, kann man sie auch ohne weiteres auf die entsprechenden Anwendungsfelder übertragen. Sehr schöner Tipp, danke dafür. Lust, dann sprechen wir nochmal über Online-Marketing. Ich habe das Gefühl, die ganzen Online-Plattformen, Online-Shops ähneln sich langsam stark. Natürlich mit Amazon als sehr führender Plattform, auch sehr praktisch, sehr userorientiert und die Konkurrenz zieht so ein bisschen nach. Aber aus meinen Augen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Marken ähneln sich dadurch alle sehr stark in ihrem Auftritt. Ist das so und was kann man machen? Ja, sagen wir mal so, wenn es so ist, dann haben die Marken ihre Hausaufgaben nicht gemacht, würde ich mal sagen. Denn im Grunde sind wir hier so ein bisschen im Maschinenraum unterwegs. Also wenn ich mal ein bisschen raus aus der digitalen Welt, über die wir ja jetzt sehr viel sprechen, in die analoge gehe und 10 Jahre zurückschaue, mir anschaue, was zum Beispiel bei den Supermarktketten los war, alles ja, vergleichbar, alles uniform, zwar optimiert, Customer Journey, User Experience, da wusste man genau, wo der Einkäufer im Supermarkt langgehen geht mit seinem Wagen, wo sozusagen die Sonderangebote platziert werden und wie der Abverkauf optimiert werden kann. Gucken wir uns heute einige Supermarktketten mal an, einige Marken in diesem Bereich, dann sehen wir, wie die sich vollkommen verändert haben, wie sie ein vollkommen anderes Erlebnis geschaffen haben, ihre Angebote teilweise regionalisiert haben, teilweise über Themen arbeiten etc. und da eine Erkennbarkeit herstellen. Und wenn wir das jetzt wieder in die digitale Welt übertragen, dann ja, auch da, ich muss mich differenzieren, der Maschinenraum muss funktionieren, aber das Erlebnis muss natürlich markenrecht entsprechend gestaltet werden. Saskia, wie siehst du das denn? Würdest du sagen, dass die Marken sich online sehr viel mehr ähneln als jetzt auf sonstigen Plattformen? Ja, das ist tatsächlich ein Effekt, den man in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren beobachten konnte. Häufig auch durch eine starke Getriebenheit durch die Technologie. Man hat eine technologische Plattform genutzt, die eben auch der ganze Wettbewerb auch genutzt hat. Und oh Wunder, man sah dann auch genauso aus. Hat sich maximal durch das Foto unterschieden. Ich würde sagen, im Jahr 2021 ist das wirklich nicht mehr notwendig, weil man hat jetzt schon gewisse Lerneffekte. Es gibt verschiedene Plattformen, die man nutzen kann. Man kann sich den Wettbewerb anschauen und mutigere Schritte gehen. Und wie immer lautet die Antwort hier, von der Marke heraus denken. Und Marke heißt eben nicht nur ein Markenwert, so wie das früher war. Was waren für Markenwerte? Nachhaltig, innovativ und zuverlässig. Ne? Die goldenen drei. Was heißt das jetzt für eine User Experience? Keine Ahnung. Ich muss also das weiterdenken können. Wie soll dieses Erlebnis sein? Wie soll sich der Kunde eigentlich fühlen, wenn er zum ersten Mal in Kontakt kommt mit der Marke? Das ist die Hausaufgabe, die ich machen muss. Und die Technologie muss ich dem unterordnen. Das wäre mein Appell auch an die ganzen Marken, die jetzt in diese verrückte digitale Welt gehen müssen, weil die anderen Touchpoints jetzt gerade nicht mehr gibt. Also erstens mal von der Marke heraus sich das zu überlegen, wie soll diese Interaktion stattfinden und welche Technik kann ich nutzen, um das auch wirklich erlebbar zu machen. Ist doch schon mal ein schöner Denkanstoß von dir. Dankeschön dafür. Herr Oetting, sprechen wir noch mal ein bisschen mehr über das Thema User Experience. Wenn wir Design anschauen, dann ist es ganz klar, Design dient oft auch einfach dazu, dass sehr technische Ideen wirklich kundenfreundlich umgesetzt werden. Wie ist das denn bei der Markenführung? Kann man die auch entsprechend aufstellen? Unbedingt. Und wenn Sie eine kundenorientierte Markenführung anstreben, dann ist das sogar Pflichtprogramm, das auch in engem Einklang mit dem Design zu tun. Und ich möchte nochmal auf Saskia Diehl eingehen, die das gerade sehr schön gesagt hat für die digitalen Kanäle. Es gibt eigentlich keine Plattform in dem gesamten Marketingmix, die es Marktführern oder Markenführern einfacher macht, sich individuell zu präsentieren und gleichzeitig über die Zeit auf das zu reagieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was die Kunden anstreben und was sie nicht anstreben. Dazu gibt es einerseits wunderbare Analyse-Tools, die oft mitgeliefert werden. Die werden nur allzu oft links liegen gelassen. Und es gibt die Möglichkeit, mit den Kunden durch die Digitalisierung in einen direkten Dialog zu treten. An allen Handelspartnern, an Vertriebsstufen, an allem in Anführungsstrichen vorbei, ganz direkt. Es ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, aber ein Aufwand, der sich lohnt. Denn wenn Sie irgendwann mal sehr viel Geld für Marktforschung ausgegeben haben und damit trotzdem nur aus der zweiten Hand erfahren haben, wie eigentlich ihre Markenführung im Markt ankommt und funktioniert, dann werden sie vielleicht irgendwann die Effizienzgewinne da heben wollen und sehen, der direkte Austausch mit meinen Kunden lohnt sich, weil ich dann auch verstehe, das, was ich vorhabe als Marke und das, was vielleicht ankommt als Markenbild, können möglicherweise unterschiedliche Dinge sein und dafür gibt es Gründe. Diese Gründe können Sie gerade in den digitalen Kanälen sehr, sehr gut eruieren und dann, wenn Sie darauf reagieren, viel spezifischer und viel unverwechselbarer werden, als wir das in den
relativ uniformen Digitalplattformen heute alle sind. Und darum ist es, glaube ich, auch möglich, diesen Dreiklang aus Innovation hier, Marketing, Controlling, Design, entsprechende Anpassung der Rückmeldung und Markenführung, weiterhin klare Haltung, wunderbar zu uniformieren und zu einem besseren Ganzen zu machen. Das sind doch sehr, sehr schöne Worte, um unsere kleine Runde zu beenden. Vielen Dank, das war nicht nur ein sehr spannendes Gespräch, da waren auch viele gute Tipps dabei. Ich hoffe, wir können alle davon profitieren. Danke, dass Sie da waren. Und damit Sie ahnen, es sind wir natürlich auch schon am Ende unseres Roundtables zum Thema Brand. Vielen, vielen Dank, dass auch Sie dabei waren. Wir freuen uns natürlich, Sie beim nächsten Roundtable begrüßen zu dürfen. In der Zwischenzeit haben Sie wie immer die Möglichkeit, nochmal auf die All Eyes On Website zu gehen oder uns auch auf den sozialen Medien zu folgen für Informationen rund um das Programm und weitere tolle Videoinhalte. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.